Er ist ja kühl. Und das können wir ja wohl in diesem Staat darüber streiten. Sonst wären wir alle zusammen, Sie und wir, verurteilt, unterzugehen. Im Parlament soll ja nach Meinung des Herrn Wehner mal farbig geredet werden. Da haben wir unterschiedliche, gegensätzliche Stilauffassungen. Sie tun es mehr laut als farbig, aber ich rede es auch farbig und laut. Das ist eine Gegenposition, die wir gegen Sie haben, so wie Sie eine gegen uns haben. Wie haben Sie gemeint? Wenn Sie das Theater so weiterführen, richten Sie sich doch nur selbst. Aber das heißt, in Zusammenhängen denken zu können, und die Gabe habe ich noch nie bei Ihnen bewundert. Dann behaupten Sie, es sei gar keine Demokratie. Noch nie ist so viel von Demokratie geschwätzt worden. Das müssen Sie vor einer höheren Macht verantworten, müssen Sie mit Ihrem Gewissen verantworten. Wohin kommen wir denn überhaupt? Nur will ich Ihnen mal was sagen. Es gibt Irrtümer, nicht? Es gibt Fälschungen und es gibt Straußreden.